jetzt geht's hier aber gut, ne? Tja. Wo bin ich wohl hingelaufen, ne? Siehst du überhaupt die Markierung? Ja, die sehe ich. Bei dir? Ja, ich sehe sie. Guck doch. Ja, ich sehe sie. Aber du hast halt bestimmt geguckt, wo ich bin, ne? Ich habe nur, dass du so, ich habe gar nicht so auf der Karte geguckt gehabt, sondern ich wusste einfach. Ich weiß jetzt aber, wo du bist. Wo du bist, wenn du eben meine Waffe gefunden hast, die Waffe, die ich liegen lassen hab, gefunden hast, dann weiß ich, wo du bist. Ungefähr. Und ich weiß, wo du hin willst, denn du hast ja schließlich hier eine Markierung gemacht. Dann komm mal hierher. Mit deiner Markierung. Die haben irgendwelche Störungen da draußen. Ich würde mal nicht so irgendwelche Geräusche von sich geben. Na? Bist du schon bei deiner Markierung? Ich warte da auf dich. Bei deiner Markierung. Oder wo bist du? Ich dachte, du wirst zu dieser Markierung kommen. Dachte ich eigentlich. Aber du kommst nicht mal zu der. Du schießt einfach. Ich wusste, dass du hier irgendwo in der Nähe bist. Das war sowas von abzusehen. Ich weiß zwar nicht genau, wo du bist, aber mir war klar, dass du jetzt da bist. Dann komm doch mal zu deiner Markierung. Ich warte da auf dich. Ich stelle mich genau dahin und warte auf dich. Wenn ich Zeit dazu finde, weißt du. Stehe ich mich genau dahin und warte auf dich. Genau an diesem Ort. Oh. Junge! Hast du das Snipen nicht gemerkt? Junge, musst du mich so erschrecken? Ich dachte erst mal, dass der so eine Statue oder so. Hä? Hund? Der Hund hat mich schon stutzig gemacht. Hä? Hund? Der Hund hat mich schon irgendwie stutzig gemacht. Ich komme wieder. Guck gleich mal, wo ich bin. Ich weiß auch gar nicht, wo du bist. Aber ich weiß, wo du bist. Ich sehe dich auch nicht mehr. Ist das denn ernst? Ja. Dass du mir einen One-Pump gibst? Das hat dir niemand erlaubt, einen Wundpump zu geben. Aber ich weiß jetzt, dass du kein Schild mehr hast. Das ist eine gute Info. Ich hatte kein Schild mehr. Oh, jetzt trinkt er wieder Neues, weißt du. Weißt du, jetzt trinkt er wieder Schild an. Und ich habe nicht mal Schild, aber ich weiß, wo du bist. Nein, diesmal bin ich mit dem Wundpump. Diesmal bin ich dran. Diesmal bin ich dran. Genau. Ich hab auch eine Pumpgun mit. Jetzt bin ich aber abgehauen. Also es ist besser, ich eingestellt habe, dass man jetzt nicht verliert, ne? Also dass man die Sachen nicht verliert, ne? Ist besser. Jetzt bin ich aber abgehauen, wo bin ich bloß hin? Komm doch rein! Komm doch rein! In mein Haus! Nein! Ich warte hier extra auf dich. Ich wollte hier eine Hausparty machen. Guck mal, ich habe hier schon extra meinen. Alter, jetzt erschießt meine Wände, Alter. Was soll das, weißt du? Ich habe hier extra mein DJ-Equipment mitgebracht und du schießt mir die Wände? Was soll das? Ja?
Was soll das? Brauchst du gar nicht mit deinem Köpfchen sowas aufgucken? Digga! Wie hast du mir ein Headshot oder keine Ahnung verpasst? Hä? Tja, so ist das, wenn ich auf einmal neben dir stehe. Hör auf, meine Wände zu zerstören. Ich hab's nicht erlaubt. So, ich stelle mich jetzt wieder in mein Haus. Warte hier immer noch auf dich, ne? Das wäre ernst gemeint, ich warte hier auf dich. Ich wollte hier eine Party feiern, aber du wolltest ja nicht. Also bedeutet das Krieg. Sobald ich hinter diesem Baum hervorkomme. Na, ich weiß, wo du bist. Du fragst mich noch, wie ich dir einen One-Pump geben konnte? Genauso wie du. Auf dem ich auf einmal auf dich geschossen habe, als du neben mir standest. Obwohl meine Pumpgun sogar schlechter ist als deine. Hä? Hm? Ah, ich weiß, wo du bist. Hi. Ein Shit bringt dir gar nichts. Was du gerade getrunken hast. Alter. Nein, es hat dir gar nichts gebracht, weil ich hab sie ja wieder weggeschossen. Weißt du? Nur ein bisschen weggeschossen halt, ne? Ja, ich hab dir ein Schild aber trotzdem wieder weggeschossen. Also hat es dir im ersten Moment gar nichts gebracht. Weil du musst ja ein neues trinken, um jetzt wieder welches zu haben. Ach, da bist du ja. Hi. Weißt du, wenn ich dir gerade mal so einen Hit gebe, haust du mir erstmal. Nee. Wird das hier ein Pumpgun-Duell oder was? Du hast mir nur viel Schaden gemacht, ne? Nee, warte. Nein, kann gar nicht sein. Du hattest Schild. Ich hab den 40er Hit oder so reingedrückt wieder. 29. Ja, ich hab den Hit reingedrückt, das hab ich gesehen. Ist doch egal. Ich hab den Hit reingedrückt. Komm doch da raus. Ich weiß, dass du da drin bist. Willst du ja jetzt auf alle Ewigkeit warten? Mir ist doch schon klar, was du vorhast. Kannst du dir auch mal ruhig zeigen. In dem Moment, wo ich gerade abdrücken wollte, weißt du. Ich habe sogar, glaube ich, noch abgedrückt und dann war ich schon tot. Junge. Aber du musst nicht mal die Tricks nachspielen, weißt du. Musste ich meine Tricks nachspielen, Dix? Ich gehe jetzt extra in dieses Gebäude rein, oder wie? Brauchst nicht meine Tricks nachzuspielen. Alter, Junge! Ich nehme dir gleich die Pumpgun weg, Junge! Nee, es, ich belasse ihn gerade. Ich nehme dir gleich die Pumpgun weg. 7? Junge! Ja, 2 geht es doch auch immerhin. Junge! Ich glaube, ich mach mal hier drum, komm, lass mal weiter. Ich glaube, ich hau dir gleich eine rein. Und dann nehme ich dir das Gamepad aus der Hand und nehme die Pumpgun weg. Junge, lass mir doch mal Zeit zum Zielen. Ich bring dich gleich um. In real life. Komm, lass 20 machen. Junge, ich hab jetzt so lange, bis ich mehr als du hab. So lange spiele ich jetzt. So lange spiele ich jetzt. So, ich gehe jetzt in die Ferne. Kein Bock mehr auf dich. Junge, es reicht gleich, ne? Es reicht. Nee. Nee. Gut, dann nehme ich sie. Es reicht. Nee. Es reicht einfach. Es ist genug. Aus. Nee, ich nehme die Scar. Aus. Hör auf. Du nimmst gar keine Waffe. Alter, Junge, bleib doch mal ganz unruhig. Weißt du? Statt mich einfach mal in Ruhe landen zu lassen, bringst du mich einfach gleich um. Weißt du, und wenn du ein Getötet wirst, wenn du landest, dann heulst du gleich wieder rum, ne? In Public Matches heulst du rum, wenn du sofort getötet wirst, wenn du landest. Und mich lässt du nicht mal in Ruhe landen, weißt du.
Aber wird hier in Public Matches auf diese Art die ganze Zeit jemanden töten, du wirst sofort wieder rumholt. Kenne ich doch. Ja, wie fühlt sich das an, hä? Fühlt sich das an, hä? Fühlt sich das an? Da kommst du runter. Ach, da vorne kommst du runter. Hier, komm doch her. Komm doch. Du willst herkommen, habe ich gesagt. Will ich nicht hier Versteck spielen. Ich bin gesprungen. Bist du nicht? Hä? Bei mir bist du nicht gesprungen. Hä, als ob. Dann bin ich in dem Moment, wo du geschossen hast. Gesprungen. Ja. Aber bei mir standest du da und dann habe ich dir einen Headshot verpasst. Aber bei mir bist du nicht mehr gesprungen. Hast du wahrscheinlich in dem Moment drauf gedrückt, wo ich dir schon einen Headshot verpasst hatte. Jetzt kommt er von hinten angelaufen, weißt du. Ich hab dich einfach nur gesucht und dann hab ich dich... Ah, oh, das war aber leise, lieber. Ja, du hast mich gesucht. Ja, du kommst immer von hinten angelaufen, weißt du. Wollte ich einfach mal einen Moment meine Ruhe haben wollte, weißt du. Jetzt steht er gleich wieder da und jetzt schießt er mich gleich wieder ab. Ich weiß es doch jetzt schon. Ich ruf gleich die Polizei, sag ich dir. Wenn du mich abschießt, schieße ich dich auch ab. Ich ruf trotzdem gleich die Polizei. Wenn ich dich abschieße, dann heißt das, ich will dich töten. Und wenn du mich abschießt, heißt das, ich will dich auch töten. Ja, und wenn ich dich töten will, dann geht das mehr. Ich bin schließlich älter. Und ich habe mehr Follower als du. Und wer mehr Follower hat, der hat immer recht. Ich habe mehr Follower als du, also habe ich recht. Es ist belastend, glaube ich, ne? Ja, so ein bisschen. Ich hab gesagt, wer mehr Follower hat, der hat recht. Also ich hab das Recht, dich zu töten und du nicht. Ich hab mehr Follower als du. Ich hab 140 Abonnenten auf YouTube und du? Ha? Was hast du? Du hast gar keine und deswegen habe ich recht. Weil ich mehr Abonnenten habe als du, habe ich recht. Denn wer mehr Follower hat, der hat recht. Aber erstmal mehr Abonnenten als ich, dann hast du recht. Vorher nicht. Ich habe ja noch nicht mal einen YouTube-Account. Ja, siehst du? Bist du das nicht? Schade. Ich dachte, das bist du. Ja, siehst du, also habe ich recht, weil ich mehr Follower habe als du. Kann ich nicht treffen. Sag mal, läufst du jetzt eigentlich im Kreis? Oder kommt mir das nur so vor? Läufst du im Kreis oder kommt mir das nur so vor? Ich wette, ja, wow. War doch klar. Ich weiß ganz genau, wo du bist. Da kommt er wieder mit seiner Pumpgun, Alter. Ich nehm dir die gleich weg, weißt du. Ich nehm dir die gleich weg. Naja, mach ich ernst. Ich nehm dir die gleich weg. Ich drück gleich auf Wegwerfen. Ich geh gleich in mein Inventar und drück auf Wegwerfen. Sag ich dir so, wie es ist. Dann hast du keine Pumpgun mehr. Und all deine anderen Waffen werfe ich auch weg. Egal welche Waffe du meinst, du bist einfach scheiße, Junge. Deswegen will ich dich jetzt töten. Das schaffst du nicht. Ich hab gesagt, das schaffst du nicht! Wenn ich was sage, hab ich recht. Haben wir doch gerade gesagt. Doch. Hab ich doch gerade dir erläutert. Wer mehr Follower hat, der hat recht. Da du gar keine Follower hast, hab ich recht. Denn ich hab 140 Abonnenten auf YouTube. Deswegen hab ich recht. Weißt du? Schöne Falle, die du da platziert hast. Echt hübsch. Finde ich echt hübsch, die Falle.
Wirklich, echt? Ich weiß, dass du hinter dem Auto stehst. Ich bin nicht doof. Na komm doch. Na komm doch. Ich weiß, dass du da vorne stehst. Na komm doch. Ja, da bist du ja. Ach, jetzt läufst du auf die andere Seite. Ach, so ist das also. Alter, Junge. Du bist bei mir noch weitergegangen. Junge. Ja? Nein, es reicht. Aus. Es reicht. Aus. Nein, es reicht. Ich habe einfach das Vielfache von dir. Ja, das wirst du auch noch wiederbekommen. Glaub mir. Das wirst du wiederbekommen. Das wirst du auch wiederbekommen. Mach das. Ich warte. Bis du wieder Zeit hast für mich. Junge. Junge. Bist du dumm oder so? Bist du dumm oder so? Ich hab dir nicht erlaubt, mich zu töten. Du weißt, du brauchst jetzt meine Erlaubnis dafür. Vorher darfst du das nicht. Endlich Ruhe. Denn er weiß nicht, wo ich bin. Das heißt, ich habe endlich meine Ruhe. Er hat keinen Plan, wo ich bin. Er ahnt nicht, wo ich bin. Er denkt, ich bin sonst wo. Er hat keinen Plan, wo ich wirklich bin. Und das ist gut. Alter, Junge. 13 AP. Ja, dann weiß ich jetzt, was ich tun werde in Zukunft. Du hast Schild. Wie dumm ist das denn, Junge? Dumm ist das überhaupt, weißt du? Wie unverspielst du überhaupt? Nicht, dass du mit der scheiß Pumpgun besser umgehen kannst. Du hast auch noch Schild, also wirklich. Also sowas, so unfaires Gameplay hätte ich echt nicht von dir erwartet. Gleich disqualifiziert. Minus 10 Punkte. Für unfaires Gameplay. Minus 10 Punkte für unfaires Gameplay. Na, wo bist du denn nun schon wieder? Kannst du hier einfach mal stehen bleiben? Es wäre nett, wenn du einfach mal stehen bleiben würdest. Das wäre echt nett von dir. Das würde ich echt mal feiern. Bleib einfach mal für 5 Minuten auf einer Stelle stehen. Und beweg dich kein Stück. Das wäre echt nett von dir. Einfach mal für 5 Minuten stehen bleiben würdest. Also ernsthaft, ich meine es ernst. Junge, nee. Es reicht. Aus. Es reicht einfach. Nee. Ich sehe es gar nicht ein. Nö. Ich sehe es gar nicht ein. Vor allem letzte Woche hast du auch rumgeheult, als ich Shade hatte und du nicht. Und jetzt hast du die ganze Zeit mit Shade gespielt, weißt du? Ich habe gar kein Shade mehr. Ich habe von vorhin gesprochen. Nicht von jetzt, mit deinen 13 HP. Junge, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Lass mich doch einfach mal in Ruhe, Junge. Nee. Nee. 20. Nein. Bitte. Nee. Nee. Einfach nur, nee. Na gut, dann warte mal. Nee. Ich nehm's nee. Gar. Och, Mann. Nee. Aber ich hab trotzdem gewonnen. Ich geh jetzt. Nee, ist durch. Ich geh jetzt einfach.